Hallo, willkommen zurück zu Katawa Chojo. Ich bin Usta und spiele hier Hisao, der mit Lilly und Hanako in dieses komische Ferienhaus gegangen ist. Bis jetzt habe ich nicht viel geschafft, außer schlafen. Mal schauen, wie die nächsten Tage so ausfallen. Ich gestehe, meine Niederlage fiel zu leicht ein. Raffe mich auf und reibe meine Augen. Und warum kann ich hier nicht... Ach doch jetzt. Vorher wusstest du... Deine Atmung hat sich verändert. Ja, das ist halt so, wenn man schläft. Obwohl das Sinn ergibt, kann ich nicht so lange gebraucht haben, um... Was? Obwohl das Sinn ergibt, kann sie nicht so lange gebraucht haben, um das herauszufinden. So wie ich ihr Gehör kenne, wusste sie es wahrscheinlich schon, bevor sie ihre Hand auf mich gelegt hat. Wenn du länger schlafen willst, solltest du wirklich früher zu Bett gehen. Ich habe den Fernseher noch bis tief in die Nacht gehört. Das tut mir leid, meine Medikamente haben schon seit einer Weile meinen Schlafrhythmus durcheinandergebracht. Auch wenn ich müde bin, habe ich Probleme, wirklich einzuschlafen. Tut mir leid, dass ich das erwähnt habe, Isao. Hä, Alter, du kannst doch mal vernünftig, ist doch völlig in Ordnung. Das liegt doch nicht an dir, dass die Medikamente scheiße sind. Ich seufze. Das ist genau das, was ich von anderen nicht hören will. Es ansprechen vom Thema ablenken. Ich glaube... Was soll ich ansprechen? Dass ich das nicht hören will oder das Thema an sich? Na, ich glaube, ich spreche es an, weil ich will offen zu Lilly sein. Ich meine, es entfernt mich doch nicht, wenn ich ehrlich zu ihr bin, oder? Ich spreche es einfach mal an. Komm schon. Du sorgst dich manchmal mehr um mich als ich selbst. Das heißt nur, dass ich etwas länger schlafen muss. Das ist alles. Aber trotzdem... Ich würde sagen, dass ich absolut okay aussehe, aber ich schätze, das würde dir nicht viel sagen. Sie seufzt fassungslos, bevor sie amüsiert kichert und nachgibt. Was ist gut oder schlecht? Meine Entscheidungen sind völlig in der Waagschale des Schicksals. Wieso? Wenn du es sagst, bitte pass auf dich auf, Isao. Oh, das hört sich eher nach Distanz an. Nun geh schon, Hanako könnte etwas Hilfe gebrauchen. Sie will protestieren, nimmt es aber widerwillig hin und verschwindet in der Küche. Auf dem Weg dorthin fährt sie mit ihrer Hand an dem glatten, weißen Wänden entlang. Für eine Weile bleibe ich sitzen und schaue fern, um etwas wacher zu werden. Doch es ist umsonst, ich habe nichts Besseres zu tun, daher folge ich Lilly in die Küche. Ja, warum machst du das denn nicht sofort, anstatt wieder Fernsehen zu gucken? Meine Güte, ey. Als ich um die Ecke komme, sehe ich Hanako und Lilly, die beiden mit dem Rücken zu mir still das Essen auf dem granitfarbenen Tresen schneidend. Einen Moment lang beobachte ich fasziniert, wie Lilly ihr Messer vorsichtig mit dem Finger zum Salat führt. Sie setzt jeden Schnitt langsam, aber mit Präzision. Sie wirkt etwas langsam, doch wenn man bedenkt, dass sie nicht sieht, was sie tut, ist es ein kleines Wunder, dass sie überhaupt kochen kann. Noch dazu für sich und Hanako. Hi Hanako, Lilly, braucht ihr Hilfe? Das ist morgen Hisao. Natürlich ist das Hisao. Was soll das sein? Lilly zuckt überrascht zurück, bevor sie sich umdreht. Ihr Aufschrei ruft Hanako und mich augenblicklich an ihre Seite. Hat sie sich jetzt geschnitten? Was ist? Ah, ein kleiner roter Tropfen fällt von ihrer blassen Fingerspitze herab. Das Messer hat gerade so tief geschnitten, dass es zu bluten anfängt. Mit dem Fernsehgeräusch, die meine Schritte übertönt haben, hat sie mich sicher nicht kommen hören, um zu kompensieren, dass sie sich beim Kochen über den Tastsinn orientieren muss, muss sie besonders aufpassen. Lilly! Keine Sorge, Hanako. Es ist nur eine kleine Wunde. Du solltest trotzdem ein Pflaster drauf machen. Zumindest bis es aufgehört hat zu bluten. Und vor allen Dingen Finger weg von meinem Salat. Da kommt kein Tropfen Blut drauf. Erste Hilfezeug ist im Badezimmer, oder? Ich denke ja. Kommst du hier allein zurecht, Hanako? Dass sie kaum... auf sich selbst Acht gibt, lässt mich meine Stirn runzeln. Hanako hingegen nickt kurz, fast automatisch. Schon okay, ich kann weiter Mittagessen machen. Eine peinliche Stille herrscht, während ich die Flasche mit dem Desinfektionsmittel und die Schachtelpflaster auf die Abstellfläche des Waschbeckens stelle. Was ist heute mit meiner Zunge los? Und Lilly mir ihren zu behandelnden Finger entgegenstreckt. Der Deckel der Flasche löst sich fast ohne Widerstand
Als ich dann den kleinen Watteball in die Flüssigkeit tauche, färbt er sich zu einem blassen Grün. Okay, halt still. Das wird wahrscheinlich ein bisschen wehtun. Sie nickt leicht, während ich ihre Hand greife, um sie zu stützen. Mit aller Zärtlichkeit, die ich aufbringen kann, führe ich den feuchten Bausch zu der kleinen roten Linie. Ah! Was? Ich hab's kaum berührt. Entschuldige. Wegen ihrer Reaktion und um meinen eigenen Nerven etwas zu beruhigen, seufze ich. Ihre Schmerztoleranz ist erschreckend gering. Ich würde dir ja sagen, dass du es nehmen sollst wie ein Mann, aber das geht nicht wirklich. Als sie ein leises Kichern von sich gibt, nutze ich ihre momentane Ablenkung aus und drücke die Watte ein paar Mal sanft gegen ihre Finger. Glücklicherweise ist es damit auch schon getan. Wir beruhigen uns beide etwas, als ich das Pflaster um ihre Fingerspitze wickel und die Wunde bedecke. Dabei passe ich auf, dass es nicht an ihrem Fingernagel kleben bleibt. So, fertig. Du kannst dich jetzt bewegen. Sie zieht ihre Hand von meiner zurück und umschließt sie mit ihrer anderen. Ich danke dir. Ist kein Problem. Nachdem du dich meinetwegen verletzt hast, ist es das Mindeste, was ich tun kann. Bei dieser Entschuldigung senkt sie leicht ihren Kopf und reibt gedankenverloren ihre Hand. Anscheinend ist sie etwas verlegen. Das macht mir wirklich nichts aus. Ihre Antwort scheint nicht viel Sinn zu ergeben, da das Geschehene ziemlich klar meine Schuld war. Trotz der Tatsache, dass sie ihr feines Lächeln beibehält, kann ich sie nur verwundert ansehen. Sie wird wohl ungern an die Einschränkungen erinnert, die mit ihrem fehlenden Sehvermögen einhergehen. Das ist etwas, das ich ihr unmöglich vorwerfen kann. Ich bin zuvor den gleichen Gefühlen zum Opfer gefallen, obwohl mein Zustand in meinem Leben nicht annähernd so allgegenwärtig ist. Zusammen begeben wir uns zurück in die Küche, aus der uns inzwischen zahlreiche Kochgerüche entgegenkommen. Gute oder schlechte, ist die Frage. Dampf steigt langsam von dem gekochten Reis und dem Curry auf, während ich die Essensteller auf den Tisch stelle und Hanako das Besteck verteilt. Messer auf der einen Seite, Gabel auf der anderen. Westlich. Westlich? Wie perfekt passend für jemanden wie Lili. Ach so, da. Okay, ja, in Japan macht man das irgendwie anders mit dem Besteck. Wie man das anordnet. Hier geht das ja irgendwie alles nach Knigge und da ist es irgendwie alles so ein bisschen fernöstlicher halt. Während wir Platz nehmen und dabei vorsichtig auf die dunkelrote, bis unter unsere Knie hängende Tischdecke achten, taucht Lilly aus der Küche auf. In ihrer Hand sind drei Gläser und eine Weinflasche. Oh nein, nicht das schon wieder. Als ich mich an unser vorheriges Treffen mit diesem Teufelselixier erinnere, verberge ich mein Gesicht mit einer Hand. Alkohol? Ernsthaft? Als sie den Tisch erreicht, hält sie inne, ihre Lippen zu einem spielerischen Grinsen geformt. Heute machen wir Trinkspiele, Harry saufen, boom! Akira hat uns ausdrücklich die Erlaubnis gegeben, eine Flasche aus ihrer Sammlung zu nehmen. Nicht nur, dass sie Minderjährigen Alkohol gibt, sie lässt sie sogar von ihrem eigenen Vorrat klauen. Das perfekte Vorbild eines verantwortungsvollen Erwachsenen ist Akira nicht. Wichtiger noch ist jedoch, dass dies kaum ein Essen ist, zu dem Alkohol passt. Jetzt bin ich aber wieder da. Was ist heute mit mir los? Mein Leseblick ist völlig dahin. Ich fange an zu glauben, dass Lilly der Typ ist, der schnell nach etwas süchtig wird. Was? Warum bin ich so ein... Dann hoffe ich einfach, dass sie schnell süchtig nach mir wird und meiner Nähe. Ich hoffe nicht nach Fingerverletzungen, und dann nach Schnittwunden.
Wie komme ich auf diese Schlussfolgerung? Woher? Aus dem Nichts, aus der Luft gegriffen. Sie hat eine Flasche Wein, weil man sich ja eventuell einfach so und addicted to Alkohol. Direkt. Wir sollten vielleicht einen Arzt aufrufen. Oder die Suchtberatung anrufen. Was meinst du, Hanako? Das ist nicht wirklich das Problem. Ich habe nicht wirklich etwas dagegen. Aber hättest du damit letztes Mal nicht schlechte Erfahrungen? Beim letzten Mal lag es wahrscheinlich daran, dass ich zu viel getrunken habe. Daher sollte ein einziges Glas sich nicht als Problem erweisen, wenn es bei einem Glas bleibt. Sieh es als eine lehrreiche Erfahrung. Okay. Mir fallen nicht viele lehrreiche Erfahrungen ein, bei denen mir so sauübel geworden ist. Aber ich glaube dir mal. Sie tunkt ihren unverletzten Finger bis zum Boden hinein, um die Flüssigkeitshöhe zu erfüllen, wodurch der Pegel steigt. Ihr weißer Finger scheint fast zu glühen, als das Sonnenlicht ihn trifft. Sein zarter Umriss durch das Glas unscharf und gebrochen. Ihre Finger sind definitiv länger als meine. Ich finde, sie passen eher zu einer Pianistin als zu einer Lehrerin. Sie wäre wahrscheinlich gut geworden, wenn sie gelernt hätte zu spielen. Schnell widmen wir uns unserem Essen. Die Messer und Gabeln klirren gegen die Teller. Niemand von uns ist beim Essen besonders gesprächig. Lilly ist für so etwas insgesamt zu zurückhaltend. Hanako ist wahrscheinlich zu schüchtern, um eine Unterhaltung anzufangen, und ich bin zu beschäftigt damit, das Essen zu genießen. Zusammen an einem Tisch zu essen ist so etwas Unspektakuläres. Es scheint so absolut normal, aber es lässt mich begreifen, wie lange es her ist, seitdem ich das letzte Mal so etwas getan habe. Nur wir drei, zusammen an einem Tisch beim Essen, als wären wir eine deformierte Familie. Vielleicht war dieser Ausflug, der uns so weit von allem anderen weggebracht hat, es doch wert. Du hast sonst nur geschlafen und jetzt hast du einmal gegessen. Komm runter, Hisao. Es dauert ziemlich lange, aber schließlich beenden wir alle unsere überraschend sättigende Mahlzeit. Der Wein hat glücklicherweise wenig Effekt, da wir jeder nur ein oder zwei Gläser hatten. Siehste, schon ist es bei einem Glas, kann es nicht bleiben, aber ich glaube, wir hatten Reis und Curry. Also ist, denke ich mal, der Reis saugt viel Alkohol auf. Alles in Ordnung, wir werden keine Exzesse feiern und wir werden nicht wieder übereinander gestapelt in irgendwelchen Betten liegen. Schade eigentlich. Ich lasse mich im Stuhl zusammensinken und reibe mir zufrieden meinen Bauch. Ich bin voll. Lilly tupft sich den Mund mit einer Serviette ab. Zweimal, nur zweimal und mit gleichmäßigen Zeitabständen dazwischen. Es ist manchmal schwierig zu sagen, ob ihr Verhalten gut antrainierte Routine oder gut einstudiertes Schauspiel ist. Ich denke, ich bin es auch. Hat es dir geschmeckt, Hanako? Es war lecker, das hast du auch ganz alleine fast wahrscheinlich ausschließlich gekocht, von daher muss es ja lecker sein. Nun, da wir alle satt sind, wollen wir dann los? Los, wohin? Du hast die Diskussion zwischen Hanako und mir vorhin ja gar nicht mitbekommen. Gut. Ich bekomme den Eindruck, dass sie mich wegen meines Verschlafens etwas sticheln will. Wir gehen in das nahegelegene Dorf. Ich schätze, ich hätte damit rechnen sollen, dass zwei Mädchen einen Urlaub als Ausrede zum Shoppen gehen nehmen würden, egal wo auf dem Planeten sie sein mögen. Oh Gott, Isao, hör einfach auf! Hör auf mit den Vorurteilen! Hör damit auf! Hör einfach damit auf! Du bist mit zwei Mädels! Fernab von jeglicher Zivilisation, wir hatten jetzt Reis und Curry im Haus, wahrscheinlich wollen wir auch einkaufen für den nächsten Tag, den wir dann noch verbringen. Nicht alle Mädels wollen einfach nur shoppen, sondern man will sich auch vielleicht die Umgebung angucken, in der man sich... Was willst du machen? Fernsehen drei Tage lang und schlafen? Was ist los mit dir? Ich kann zwar heute wenig lesen, ich geb's zu, aber das ist zu viel. Das ist wirklich zu viel. Mann, Isao, reiß dich mal zusammen. Allerdings würde ich auch gern mehr von der Gegend hier sehen, daher kann das nur eine gute Sache sein. Okay, klingt gut. Wie weit ist es denn bis dorthin?
Es sollten ungefähr 2 bis 3 Kilometer sein. Das ist aber nahegelegen, was? Klasse. Ja, 2, 3 Kilometer sind schon ein paar Meter. Einfach klasse. Während wir den von Bäumen und Büschen gesäumten Pfad hinauf wandern, betrachte ich Lilly und Hanako, die gerade vor mir laufen. Der ist so. Lauf ruhig vor, Lilly. Ich hab alles im Blick, was mich fasziniert. Die seichte Brise übertönt beinahe das Geräusch von Lillys Blindenstock, der sanft auf den Boden klopft. Ich bemerke, dass Lillys Pflaster. Nein. Manchmal sind auch Rechtschreibfehler drin, über die ich stolper wegen der Übersetzung. Es tut mir leid, dass ich heute nicht lesen kann. Ich bemerke, dass Lilly das Pflaster mittlerweile entfernt hat. So, jetzt macht doch Sinn. Die Blutung an ihrem Finger hat aufgehört. Wird auch Zeit. 2 Stunden. Und wird auch Zeit, dass diese Folge endet. Nicht nur, weil ich mich eventuell sammeln muss, um meine Lesekräfte neu zu reaktivieren. Vielleicht muss ich einem Gott huldigen, damit ich wieder lesen kann. Nein, sondern auch, weil die Zeit fortschreitet und wir haben noch keine Zeit. Deswegen würde ich sagen, wenn dir das gefallen hat, dann lass einen Daumen da, schreib mir deine Meinung zu Hisaus Vorurteilen und schalt das nächste Mal wieder rein. Bis dahin. Ciao.